Kannst du uns zusammenfassen, was so im letzten Jahr alles gelaufen ist in Richtung Agrogentechnik? Also den letzten Bericht, den wir im UN-Menschenrechtsausschuss abgegeben haben, war gegen Österreich. Schwerpunkt eben die Gensoja-Importe. Das war auch bei unserer Berichterstattung gegen Deutschland 2011 und Argentinien auch 2011 eigentlich das große Thema, dass durch unsere Gensoja-Importe so viele Menschenrechtsverletzungen entstehen in Südamerika, dass das also dringend verboten gehört, dass wir auf genfreies Soja umsteigen und bei uns eben Soja anbauen, was ja auch geht. Das waren die Hauptthemen dann eben jetzt mit der neuen Genzulassung, mit diesem Genmais 1507, dass man da jetzt den nächsten Schritt tut und auch wieder mit unserer Aktion Genklage, die ich ja gegründet habe, um eben Zulassungen auf juristischer Basis wieder zu verbieten. Bei der Onflora hat es geklappt, da haben wir im Dezember 2013 vom EuGH das Verbot gekriegt, dass die Onflora vom Tisch ist europaweit. Das werden wir jetzt mit dem Genmais auch wieder probieren und ich denke, da gibt es gute rechtliche Voraussetzungen, da ist ja viel falsch gemacht worden bei der Zulassung, das ist bekannt. Aber was das Drastische ist, es sind in Europa schon über 50 Gen-Soja oder Gen-Mais zum Futter zugelassen und es sind weitere 50 im Anmeldeverfahren, also das ist momentan das Hauptthema der Konzerne, eben über diese Schiene nach Europa reinzukommen. Mhm. TTIP, dieses Freihandelsabkommen, das geplant ist und das hinter verschlossenen Türen stattfindet. In welchem Zusammenhang siehst du denn das TTIP auch mit der Gentechnik? Welche Gefahren kommen denn da höchstwahrscheinlich auf uns zu? TTIP ist ja ein Versuch der Konzerne, gerade eben aus USA, bei uns doch noch den Markt in Europa zu erobern, gerade auch für die Gentechnik eben. Und ja, im Bereich der Gentechnik zum Beispiel werden da die Regeln, die es in Europa gibt, eben EFSA und so weiter, auch mit den Tests und so, das wird fallen. Beziehungsweise eben drastisch runtergeschraubt, nach unten angepasst an Standards der USA, die eigentlich gar keine Standards haben. Und das ist die große Gefahr dabei. Und das ist auch die Absicht der Konzerne, dass dann diese Regeln fallen und dass sie dann endlich den Zutritt zu Europa haben. Maximaler Profit mit keinem Standard. Ja. Was kannst du denn den einzelnen Bürgern empfehlen, um sich erstens mal gegen TTIP zu wehren in seinem eigenen Verhalten? Und was kannst du auch zur Agrogentechnik dem einzelnen Bürger raten, wie er sich verhalten soll, um auf dem Umweg oder über die Hintertür Agrogentechnik bei uns zu verhindern? Also was die Wahl angeht, generell so, bei der EU-Wahl jetzt ganz speziell, wir haben die Chance, mit der EU-Wahl das TTIP abzuwählen. Wählen wir Parteien, die das TTIP befürworten, wie CSU, CDU und SPD ins Europaparlament, kommt das. Wenn diese Parteien nicht reinkommen, weil wir sagen, wir wollen das nicht, wir wählen sie ab, kommt das nicht. Das ist ganz klar. Und ich denke, auch wenn wir es schaffen, dass diese Parteien auch nur 10% weniger Stimmen bekommen, dann werden die ganz schnell darüber nachdenken, was da los ist. Und auch das würde schon was bringen. Also, 80, um das Ziel nicht zu hoch zu stecken. Über 80% der Bevölkerung lehnen genmanipuliertes Essen oder Futter ab. Das müsste sich irgendwann auch mal bei den Wahlen widerspiegeln. Genau. Ansonsten hilft kein Jammern, sondern es geht ganz einfach nur über den Wahlzettel. Dann dürften 80% der Wähler definitiv eben nicht CSU, CDU und nicht SPD wählen. Das ist ganz klar. Wenn wir das hätten, wäre das Problem in Europa schon allein vom Tisch. Das zweite ist der Konsument, weil du gefragt hast, was man noch tun kann. Man kann das Zeug im Supermarkt liegen lassen. Und wenn das 80% der Verbraucher tun,
Wir haben ja, also jetzt Genmais und so noch nicht auf der Ladentheke, aber die tierischen Produkte müssen nicht deklariert werden, wenn die gefüttert wurden mit Genmais und Gensoja. Das heißt, alle tierischen Produkte im Laden, die nicht bio sind, sind Genmais, Gensoja gefüttert. Und wenn man bedenkt, wo Milch drin ist, in Schokolade oder Eier, in Schokolade, in Nudeln, in Keksen und, dann ist die Palette ziemlich groß im Supermarkt, wo man das eben mitkauft. Und wenn das boykottiert würde, also da kann jeder Einzelne seinen Beitrag zu leisten, dann bräuchten wir auch nicht die Politik. Genauso wie bei der Atomkraft, wenn sie keiner mehr nimmt, weil jeder aussteigt, da gäbe es auch keine Atomkraftwerke mehr. Also man könnte viel von unten machen. Einfach auch durch den Widerstand der Konsumenten, die sagen, nee, also wir wollen das nicht, rote Karte. Ja, und ich meine, dieser Boykott solcher Lebensmittel würde auch die eigene Gesundheit stärken. Das so denn so. Die Folgen der Agrogentechnik sind ja weder erforscht, noch bekannt. Also es gibt jetzt wieder eine neue Studie, oder was heißt Studie, es hat ein Wissenschaftler in Mexiko herausgefunden, der festgestellt hat, denn wenn die Einheimischen dort eben Genmais essen, was ja in Mexiko schon stark kontaminiert ist, dass das wirklich drastische gesundheitliche Schäden verursacht. In Argentinien weiß man es auch schon, da braucht man also keine Studien, da hat man einfach schon die Folgen an den Leuten, die das da unten schon 10 Jahre konsumieren, und das ist einfach krass und kann man nur vorwarnen, wir brauchen das hier nicht. Also kein TTIP, keine Agrogentechnik in Europa, in Deutschland, in Bayern. Ehrliche Politiker und richtig wählen als Ratschlag für die Bürger.